In diesem Video erkläre ich dir, wie du die Integration durch Substitution bei einer Wurzel ganz einfach anwendest. Moin Moin zusammen, heute wollen wir mal was integrieren, ableiten oder eben deren Stammfunktion bilden. Und das ist von dem Schnell hier, von dieser Wurzel. 2 Drittel x minus 3. Das ist unter einer Wurzel, das wollen wir integrieren und das funktioniert eben nur mit der Integration durch Substitution. Grundsätzlich, wann brauche ich die Integration durch Substitution und wie funktioniert denn der ganze Blödsinn? Ich habe ein sehr ausführliches Video, das ballere ich dir unten in die Beschreibung, da erkläre ich dir das Schritt für Schritt. Aber das hier trotzdem jetzt ein bisschen nur schneller erklärt und nur auf diese Aufgabe gemünzt. Ansonsten sind auch noch ganz viele Beispiele unten in der Beschreibung, zieh es dir rein, das wird richtig gut. Und nun kommen wir dazu zurück, ja, wann brauche ich denn die Integration durch Substitution? Grundsätzlich brauchst du die, wenn eine Funktion verkettet ist. Und das ist hier der Fall. Warum? Naja, schauen wir uns das Ganze doch mal gemeinsam an. Grundsätzlich brauchst du die Integration durch Substitution, wenn du eine verkettete Funktion hast. Und das ist hier der Fall. Du glaubst mir jetzt noch nicht, aber das ist es, weil wir das umformen können. Und zwar kann ich das umschreiben oben ohne Wurzel. Okay, wie schaut es aus? Integral a b. Wir haben ein unbestimmtes Integral von den Grenzen a bis b, weil wir wollen ja nur die Stammfunktion haben. Wir wollen hier nicht den Flächeninhalt berechnen, ansonsten werden natürlich die Grenzen gegeben, aber das ist bei einem bestimmten Integral der Fall und jetzt nicht hier. Dx, ob ich dx vorne dran schreibe oder nach der Funktion, ist übrigens beides dasselbe, nur in den meisten Büchern wird es zugeschrieben. Und dann merkst du, Klammer auf, 2 Drittel x minus 3, Klammer zu, hoch 1 halb. Jetzt fragst du dich natürlich, Wurzel weg, hoch 1 halb, was ist da passiert? Und zwar kannst du dir grundsätzlich merken, dass du eine Wurzel immer, egal was drunter steht, machen wir mal x hoch 3. Dann kannst du dir merken, auf dem Schwänzchen, falls da nichts steht, ist da gedanklich eine 2. Und dann kann man das immer umschreiben zu x hoch und die 3 wandert hoch. Dann kommt ein Bruchstrich und die 2 wandert runter. Und darum ist es 3 durch 2. So haben wir das Ganze jetzt hier. Und so kannst du es grundsätzlich machen. Und hier war das aber der Fall, dass das hier alles auch gedanklich hoch 1 war. Darum ist diese 1 entstanden. Und hier auf dem Schwänzchen steht ja eine 2. Darum auch geteilt durch 2. So kannst du es immer umformen. Ansonsten habe ich auch ein Video auf meinem Kanal, wo ich eben das rauf und runter an Beispielen mache, zieh dir das rein. Dann sitzt es definitiv. Nun haben wir das umgeformt und nun erkennst du, aha, diese hoch 1 halb Funktion ist verkettet mit einer Geraden und zwar 2 Drittel x minus 3. So kannst du dir das vorstellen. Das ist die Funktion und die hat die da drin geschluckt. Oder mit anderen Worten gesagt, wenn du das kurz einen Moment ableiten würden hättest wollen, dann hättest du doch die Kettenregel hier verwenden müssen. Aber weil wir beim Integrieren sind, weiß ich, ja, Kettenregel, alles klar, wir brauchen die Integration durch Substitution. Gut, nun kommen wir endlich dazu, dass wir den Bad Boy hier machen können. Was mache ich also? Ich tue das Ganze substituieren. Ich sage im Klartext, hey, du hier drinnen, du wirst zu t. Und dieses t wiederum, das muss ich erstmal hier herausschreiben, 2 Drittel x minus 3, sehr gut. Ich habe den ganzen Part zu t umgeformt und jetzt bilde ich dessen Ableitung. Siehst du gleich warum. Und das ist ja 2 Drittel x minus 3 abgeleitet, ist 2 Drittel. X fällt einfach weg und minus 3 ist nichts abgeleitet, wird zu 0. Aber ansonsten, Basic Ableitungsregeln, einfach auf meinem Kanal schauen, sehr gutes Video dazu, danach kannst du es auch definieren. Okay. Und diese Ableitung ist nun nämlich enorm wichtig. Bei der Integration durch Substitution brauche ich nämlich, dass dieser Tatbestand hier oben steht. Das ist die Formel dazu. Und die musst du verstanden haben. Im Endeffekt ist ja eine Funktion innerhalb einer Funktion, aha, eine Funktion hoch 1 halb, innerhalb einer Funktion 2 Drittel x minus 3. Also der Part ist schon mal gegeben. Check. Und das ist nochmal mal
die Ableitung von dem hier drinnen. Checkst du auch, warum ich die Ableitung gebildet habe? Weil ich möchte ja, dass dahinter, hier hinten dran, mit mal verbunden, hier soll diese Ableitung sein davon und darum brauche ich die. Jetzt steht die natürlich nicht da. Manchmal hast du eben das Glück bei einer Aufgabe, dann steht hier genau dasselbe. Dann steht hier zwei Drittel und dann kannst du einfach weitermachen. Das ist auch bei den Übungsaufgaben von mir so. Aber hier muss ich das jetzt nun künstlich erzeugen, mit Hilfe eines Tricks. Bedeutet, ich kann immer, und das ist eben das Schöne, ich kann immer gedanklich oder ist auch so eine Mal 1 dazu machen. Ja, weil wenn ich 3 da stehen habe, ist genau dasselbe wie 3 mal 1. Ja, ist der Kind, kommt exakt dasselbe raus. Aber ich darf eben diese 1 einfach dazu machen. Und das hilft mir jetzt sozusagen, okay, alles klar. Hier habe ich eine normale Zahl ohne x und auch hier habe ich eine normale Zahl ohne x. Jetzt muss ich es noch irgendwie hinkriegen, dass hier, an der Stelle hier, dass hier die 2 Drittel steht. Was mache ich also? Ich rechne mir erst einmal Folgendes. Ich nehme diese 1, die ich jetzt da habe. Falls da nicht eine 1 steht oder gar nichts, dann mache ich eben die 1 dazu. Falls hier eine andere Zahl steht, zum Beispiel 5, dann nimmst du diese 5. Und dann mache ich diese Zahl geteilt durch meine Ableitung, die Zahl, die ich ja da stehen haben möchte, um die Integration der Substitution anwenden zu können. Und das rechne ich aus. Und da kommt eben was Schönes raus. Und zwar kommt da raus 3 halbe. Entweder macht es euer Taschenrechner oder das ist eben doppelter Bruch, darum ist es Kehrbruch, aber das möchte ich jetzt hier nicht erklären. Dazu habe ich auch ein Video einfach reinziehen. Und diese 3 halbe, das ballere ich mir jetzt dahin. Was meine ich denn damit? Nein, ich mache es jetzt sehr ausführlich wieder. Integral ab unbestimmt dx, Klammer auf, 2 Drittel x minus 3, Klammer zu, hoch 1 halb. Und dann, achten jetzt passiert's. Ich nehme zum einen meine Ableitung, die 2 Drittel, mal das, was ich mir jetzt ausgerechnet habe, 3 halbe. Und wenn du mir jetzt einen Gefallen tun würdest, und du würdest das Ganze, ihr zaubernden Taschenrechner eingeben, 2 Drittel mal 3 halbe, was kommt denn da raus, wenn ich das zusammenrechne? Absolut richtig, die zusammen, das ergibt 1. Also steht genau dasselbe theoretisch wie da. Also habe ich auch den Term gar nicht verändert im Endeffekt. Aber nun habe ich das so dastehen, wie ich es brauche gleich. Weil jetzt kann ich Folgendes machen. Ich kann diese 3 halbe nach vorne ziehen, weil hier ist überall mal dazwischen. Mal, 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 mal. Deswegen darfst du das. Und dann steht nämlich Folgendes da. Ist gleich 3 halbe Integral a, b, d, x, Klammer auf, 2 Drittel x minus 3, Klammer zu, hoch 1 halb mal 2 Drittel. Und den ganzen Blödsinn habe ich jetzt nur gemacht, damit jetzt endlich auch das dasteht. Eine Funktion innerhalb einer Funktion, Funktion innerhalb einer Funktion, mal die Ableitung von dem Inneren hier, das da. Und das abgeleitet ist ja 2 Drittel, also steht das da. Check. Und nun, weil das dasselbe wie das ist, kann ich jetzt substituieren. Ich darf diese Regel erst überhaupt anwenden. Das ist wichtig verstanden zu haben. Und nun mache ich das auch direkt. Was bedeutet das? Ich schreibe hier hin, Achtung, die 3 halbe, die müssen wieder mit. Die sind jetzt einfach dein treuer Begleiter, wie so ein netter kleiner Hund, der immer mitkommt. Und nun können wir das hier anwenden. Integral, und nun ist das Wichtige, das hatte ich jetzt vorhin vergessen, in der Formel zu ergänzen, aber deine Grenzen verändern sich auch. Es ist nicht mehr Grenze a, b, sondern eben jetzt hat eine Möglichkeit ist t von a und t von b, oder man nimmt eben dieses Zeichen, weil das ist eigentlich dieselbe Bedeutung. Also mache ich jetzt t von a und t von b. Das ist eine Formel, das musst du halt einfach machen. Und dann passiert Folgendes, dann ist es nicht mehr dx wie vorher, sondern dt, weil t unsere neue Variable ist, weil wir haben substituiert. Wir haben den Blödsinn mit dem x, haben wir doch zu t verwandelt. Und darum, jetzt merkst du das, das Blaue hier drinnen, das steht auch hier, schau mal, f von t, aha, die Funktion ballere ich jetzt hier hin, also t und das Ganze hoch 1 halb. Das macht das Substituieren einfach. Schau her, den ganzen inneren Part habe ich zu t gemacht und die hoch 1 halb habe ich mitgenommen. Und dann dieses mal 2 Drittel,
Das fällt einfach raus. Darum musst du dir keine Gedanken machen, weil das macht eben das. Schau, das sagt diese Formel aus. Das ist dasselbe wie das. Also muss ich auch das nicht mehr mitnehmen. Aber wichtig ist, die drei halbe schon, die vorne dran sind. Nur das, was die Ableitung von dem hier drin war, das kannst du weglassen. Nun habe ich das Ganze substituiert, sehr schön, habe einfach eine ganz normale Variable mit einer Potenz und die kann ich ganz normal integrieren mit meinen Basics regeln. Das hier vorher, beziehungsweise das hier integrieren, geht nicht anders. Da musste erst diesen Blödsinn machen, aber das kann ich sauber integrieren. Bedeutet, da kommt raus, ist gleich eckige Klammer, weil wenn man integriert, und es passiert Folgendes. Das t bleibt. Die Hocheinheit auch, aber die rechne ich plus 1. Und das mache ich dann eben noch mit 1 geteilt durch 1 halb plus 1. Also t bleibt die Hocheinheit, nämlich plus 1. Und den ganzen Blödsinn, was ich jetzt dadurch dann oben stehen habe, mache ich mit 1 geteilt durch dorthin davor. Und das ist nun t Hocheinheit integriert. So, das sind auch die Basis-Regeln, die da einfach sitzen müssen. Eckige Klammer zu, t von a, t von b. Und nun habe ich das Ganze integriert und jetzt kann ich rücksubstituieren. Ich habe das nur sozusagen, den guten Mann habe ich hier einfach verkleidet, damit er in den Club kam und dann, als er im Club war, hat er sein Kostüm abgeworfen und jetzt hat durch eben rücksubstituieren. Also bedeutet das im Klartext, hier steht nun da, 1 geteilt durch 1,5 plus 1, hätten wir auch zusammenrechnen können, 1 durch 1,5, aber ist ja egal. Und statt t habe ich jetzt nicht mehr t, sondern ich habe wieder 2 Drittel x minus 3, Klammer zu. Aha, das t habe ich wieder zu dem hier gemacht, was ich anfangs substituiert hatte. Und dann eben hoch 1,5 plus 1, also hoch 1,5 plus 1. Wichtig ist, das Ganze nochmal in der eckigen Klammer. Und nun ist das ganz Wichtige, dass auch deine Grenzen wieder wie vorher sind, also a und b, weil du rücksubstituiert hast. Und was fällt dir auf? Richtig, unsere 3 halbe, die sind auch immer noch dabei. Und dann haben wir das Ganze fertig integriert mit Hilfe der Substitution. Das bedeutet, unsere Stammfunktion können wir jetzt daraus direkt kriegen. Bedeutet groß f von x ist gleich 3 halbe Klammer auf. 1 durch 1,5, jetzt schreibe ich zusammengerechnet mal hin, Klammer auf, 2 Drittel x minus 3, Klammer zu, hoch 1,5. Und das Ganze noch in Klammern, wichtig. Und weil wir bei einem unbestimmten Integral waren, heißt das Ganze noch plus c. Wunderbar. Also nochmal kurz und knackig, was ist zu beachten. Wenn ich so eine Wurzel habe, dann muss ich die mir halt erstmal umschreiben. Erkenne, dass theoretisch, wenn ich es ableiten würde wollen, dass es hier eine Kettenregel von Nullen wäre. Kettenregel brauche ich aber nicht, weil ich ja integrieren möchte. Also Integration durch Substitution. Substituiere den Part, eben der in reinverkettet wurde, was in der Funktion drinnen ist, zu dem t. Mach dessen Ableitung, guck, ob die irgendwie mit einem Mal dran steht. Steht die nicht da, wie in dem Beispiel, gar keine Zahl. Dann habe ich eben das Ganze, dass ich es nochmal 1 machen muss und dann künstlich erzeuge. Ich dann meine Nebenrechnung mache, die 1 geteilt durch meine Ableitung, dadurch habe ich diesen Counterpart. Und dann haue ich die beiden hin, Parts, ziehe den Counterpart nach vorne. Und dann habe ich eben das Grundgerüst gegeben, dass ich überhaupt Integration durch Substitution anwenden kann, diese Formel. Wende die Formel 1 zu 1 an, dass ich das eine zum t mache, fertig, die hoch nehme ich mit, passt, die 3 halbe, meine Hilfe, mein Counterpart, ballere ich davor, habe dadurch ein ganz normales t hoch, eine schöne Potenz, integriere das mit den Basics-Regeln, rücksubstituiere das Ganze und dann habe ich auch schon meine Stammfunktion und habe das Ganze integriert. Falls du natürlich hier bei der Ableitung irgendwie ein x hättest und hier kein x, dann wärst du eher bei der Partialbruchzerlegung, aber dazu auch ein Video auf dem Kanal reinziehen. Oder auch wenn hier ein x ist und da kein x, also eine Variable nicht mit derselben Potenz, dann brauchst du Partialbruchzerlegung. Ne? Weil du natürlich jetzt noch richtig Bock hast, hier noch eine kleine Übungsaufgabe für dich, Integral unbestimmtes a bis b dx, die dritte Wurzel aha, von minus 2x plus 1. Probier es selber. Halt das Video an. Lösung kommt jetzt.
Und die Stammfunktion wäre dann eben minus 3 Achtel, Klammer auf, minus 2x plus 1, Klammer zu, hoch 4 Drittel plus c. Gut, falls ich dir mit diesem Video helfen konnte, würde mich riesig über einen Daumen nach oben freuen. Ein Abo ist doch nicht, leider Klick und unterstützt mich wirklich riesig. Und ansonsten sehen wir uns in der nächsten Runde. Mach's gut!